Philipp Herwagen steht vor seinem nächsten Traum. Bis ins kleinste Detail hatte unser Schlussmann den Zusammenbau seines neuen Fahrrads zusammen mit der Firma Fahrradwurm Schritt für Schritt geplant. Sogar sein Familienwappen ziert den Rahmen, ein echtes Unikat also. So wie der Schlussmann selbst, der seiner neuen Errungenschaft auf zwei Rädern seine persönliche Note verleihen konnte. Und der Stolz war unserem Keeper anzusehen. Das ist so, wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Wir haben es ja in mehreren Sitzungen haben wir es ja dann auch so designt, wie es jetzt sein oder wie es jetzt rausgekommen ist. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, muss ich sagen. Ganz ähnlich designt der gebürtige Münchner aktuell seine Bundesliga-Karriere, nämlich Schritt für Schritt. 2007 verschlug es Philipp aus Unterhaching zum VfL, wo ihn zahlreiche Verletzungen zurückwarfen. Eine echte Bergetappe also. Das war erst eine Ellbogenoperation, dann war das mit der Hand, wo ich hätte eigentlich spielen sollen. Und genau in der Woche passiert mir dieser Unfall, was sehr ärgerlich war. Danach kam noch eine Schleimbeutelentzündung im Knie noch dazu. Man hat ein wahnsinniges Seuchenjahr und dem Verein hat das natürlich, war nicht gut für mich, war nicht gut für den Verein und war aber dann in meinem zweiten Jahr, habe ich in keiner Trainingseinheit gefehlt und konnte mich halt dann auch da auch beweisen und zeigen auch über die volle Distanz. Das ist das, was mir auch gut getan hat und so arbeitet man sich dann so Stück für Stück auch ein bisschen hoch und entwickelt sich auch weiter. Und langsam aber sicher nimmt die Karriere des Philipp Herwagen Schwung auf. 8 Bundesligaspiele stehen mittlerweile zu Buche. Und auch dem Spiel des VfL konnte er seine persönliche Note verleihen. Bis zu dem Tag, wo er gegen Hoffenheim im Dienste seiner Mannschaft Kopf und Kragen riskierte und sich den Kiefer brach. Stimmt es also? Sind Torhüter und Linksaußen wirklich so verrückt? Ja. Das stimmt. Also es ist, müssen wir unsere Linksfüßler mal fragen. Die sind, glaube ich, auch nicht ganz, die sind auch ein bisschen verrückt, sage ich jetzt mal. Aber gerade bei den Torhütern ist ja klar, wenn du Torhüter bist, musst du ein bisschen verrückt sein, um den Job zu machen, weil du wirklich in manchen Situationen ja Kopf und Kragen riskierst. Und ich sehe das immer so ein bisschen, nicht jetzt wie ein Extremsportler, sage ich mal, aber es ist schon ein Risiko, was man auch eingeht und da muss man auch ein bisschen einen Schlag haben. Und diesen Schlag hat Philipp Herwagen offensichtlich, genauso wie eine offene, kommunikative und herzliche Art. Er ist halt mittlerweile selbst ein bisschen Kind des Ruhrgebiets. Im Ruhrgebiet hat jeder seine fußballerische Philosophie, seine fußballerische Religion und jeder hat eine Meinung zum Fußball. Und das ist halt im Ruhrgebiet um einiges extremer ausgeprägt als in München. Das macht es natürlich nicht immer einfacher, sag ich mal, aber als Mensch ist es halt super, weil ich sag mal, der Ruhrgebietler oder die Ruhrgebietler unter sich nicht so auf die Nerven gehen vielleicht wie der Münchner, so, der ein bisschen für sich ist, so ein bisschen eigen ist und so. Und jetzt sehe ich auch erstmal von außen, warum die Bayern oder warum die Münchner eigentlich im Rest von Deutschland so einen schlechten Ruf haben. Weil sie doch ein bisschen reserviert sind. Ich bin damit aufgewachsen und kenne es nicht anders. Bloß hier sind die Leute viel herzlicher und viel offener. Und schön zu wissen, dass es auch anders geht.